Ja, einen schönen guten Tag. Wir sind heute wieder beim Freien Fernsehen und wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, was passiert mit unseren Daten oder besser gesagt unsere Forderung, unsere Daten sollen keine Ware sein. Und das sind sie ja. Gut, werden wir gleich drauf kommen. Mein Name ist Rainer von Aktion Freiheit statt Angst und wir haben uns ja hier auf dem offenen Kanal Berlin schon öfters gesehen. Wir versuchen in unseren Sendungen auf Datenschutzprobleme hinzuweisen und ja, vielleicht ein paar Anleitungen zu geben, wie man sich ein bisschen sicherer fühlen kann. Gib uns doch mal ein paar Beispiele, wo die bösen Unternehmen uns unsere Daten wegnehmen. Wir haben das ja schon in verschiedenen Sendungen untersucht. Also ich erinnere nur an eben die Überwachung durch Unternehmen. Das war ja ein ähnliches Thema, aber ganz tiefgehend eben darin, wer klaut was in der Cloud oder sonst wo. Oder die Überwachung durch den Staat, also Vorratsdatenspeicherung, BKA-Gesetz, Wanzen in den Wohnungen und Videoüberwachung auf der Straße. Gut, heute also unser Thema, meine Daten sollen keine Ware sein. Das ist jetzt eine Zusammenfassung von mehreren Veranstaltungen, die wir ziemlich regelmäßig durchführen. Da sind wir einmal eben im Frühjahr, meistens im Februar, zum Safer Internet Day unterwegs mit dem Thema und laden dazu in unseren Treffpunkt in Berlin-Wedding in der Nähe vom Leopoldplatz ein. Hier sehen wir auf der Webseite eben die Links dazu. Das gleiche Thema oder in ähnlicher Form diskutieren wir das im Rahmen der Engagementwoche. Die findet regelmäßig im September statt. Das heißt also, jetzt geht es ja wieder auf den September zu. Also in 4 Monaten können wir uns dann wieder bei der Engagementwoche in unserem Treffpunkt sehen. Wir alle tragen mehr oder weniger oft eben ein Handy oder ein Smartphone mit uns durch die Gegend. Und damit wird schon mal registriert, wo wir uns befinden und natürlich auch, was wir da tun, wenn wir zum Beispiel durch ein Geschäft gehen. Es gibt inzwischen mehrere Geschäfte, die das austesten, inwieweit man die Menschen im Laden verfolgen kann. Teilweise auch durch Einkaufswagen, die dann eben einen eigenen Transponder haben und in dem dortigen WLAN dann verfolgt werden können, damit man genau weiß, in welches Regal wir schauen und was uns besonders interessiert. Das alles wäre ja nicht so schlimm, wenn es anonym wäre, wenn es also nur darum geht, dass die Firma gerne eben ihre Produkte häufiger und mehr verkaufen würde. Gut, aber das ist ein Spezialfall, bleiben wir bei unseren Handys. Es gibt beliebig viele Studien inzwischen, die eben geprüft haben, was die ganzen Apps, und davon gibt es ja Zehntausende für Android-Betriebssystem, genau wie für das iPhone, was die alles speichern und wohin sie es übertragen. Gut, das Wohin ist nicht zweifelsfrei im Einzelfall überprüfbar, aber wir kommen da gleich nochmal drauf. Ganz wichtig, was diese Studien herausgefunden haben, ist die Tatsache, dass diese Weitergabe der Daten überhaupt nicht notwendig für die Funktion der Apps ist. Wenn ich eine App benutze, um meinen Weg zu finden, also zum Navigieren, dann muss natürlich übertragen werden, wo ich gerade bin. Übertragen ist eigentlich schon wieder zu viel gesagt. Die App muss es wissen. Die könnte die Karten ja auch auf dem Gerät haben. Google Maps macht es anders. Die transferieren unseren Standort erstmal zu sich und gucken dann, welche Karte
dafür passend wäre, um sie uns anzuzeigen. Das ist nicht nötig. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wenn wir mit dem Handy fotografieren, dann werden Metadaten gespeichert. Das ist also, weiß ich, die Belichtungszeit, was für ein Gerät wir benutzen, Datum, Uhrzeit. Gut, fotografisch mag das wichtig sein, wenn wir sowas Ähnliches wiederholen wollen oder wenn wir Fehler, die wir beim ersten Fotografieren gemacht haben, nicht wiederholen wollen. Aber warum müssen diese Daten eben wieder an andere, die es gar nichts angeht, übertragen werden? Wenn wir solche Anwendungen nehmen wie WhatsApp, also von Facebook, dann werden unsere Fotos untersucht mit Gesichtserkennungssoftware. Wir sollen auch noch dabei helfen, indem wir ihm sagen, was ist denn auf diesem Foto jetzt drauf, wer ist das, ist der mit uns verwandt, bekannt, Name und so weiter, damit eben die Konzerne ihre Datenbanken weiter füllen können. Das wollen wir natürlich eigentlich auch nicht. Da gibt es auch noch ein ganz aggressives Unternehmen, PIMEYES, in Europa weniger bekannt, aber in den USA sehr verbreitet. Die suchen mit, oder wenn man diese App installiert, dann kann man mit der Gesichtserkennung nach Freunden suchen. Das heißt, man kann ein Foto reinladen und dann guckt der in seiner riesigen Datenbank mit inzwischen wohl mehr als 1 Milliarde Fotos nach, ob dieser Mensch da schon bekannt ist. Und ja, PIMEYES weiß es dann und wird diese Daten natürlich auch an alle, die daran Interesse haben, weiterverkaufen. Wir selber haben da nur einen minimalen Vorteil. PIMEYES hatte auch schon Probleme, weil sie eben ihre Software auch den Polizeibehörden, FBI und anderen in eventuell Geheimdiensten, weiß man nicht, in den USA weitergegeben haben. Ja, eingestellt haben sie dieses Verhalten nicht, aber gut, in Europa sind sie noch relativ unbekannt. Nichtsdestotrotz, wenn man die App installiert, hat man das Problem. Gut, das sind die Sachen, die die Apps einfach so mitbringen und einfach tun, ob wir es wollen oder nicht. Was wir uns wünschen, ist natürlich, dass ich in der App sagen kann, ich erwarte von dir dieses und jenes Verhalten zu meiner Privatsphäre und möchte nicht, dass eben alle meine Daten weitergegeben werden. Oder wenn, dann nur an diese Firma, aber nicht an alle, die dafür zahlen natürlich. Damit kommen wir zu einem Teufelskreis, nämlich dass die Apps ja eben alle oder meistens kostenlos angeboten werden und wir dann auch praktisch mit unseren Daten zahlen. Wir haben das auf einem Safer Internet Day auch mal ausgerechnet. Sie können auf unserer Webseite einfach mal diesen Flyer aufmachen. Da haben wir geschrieben, was das alles so kostet oder den Unternehmen einbringt und was es uns kostet, das sind die Daten. Gut, das waren die Sachen, was die Apps von alleine tun. Dann können die Apps natürlich auch infiziert sein mit irgendeiner Schadsoftware. Da kann man vielleicht Apple ausnahmsweise mal loben, dass der App Store von Apple eben ziemlich gute oder einigermaßen gute Kontrolle durchführt, dass da dort also nicht einfach Software reingeladen wird, die wir dann runterladen und uns dann damit was einfangen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich durch diese Kontrolle auch das gegenteilige Verhalten. So gibt es bei Apple eben diesen Fall, dass jemand, das ist schon fast 10 Jahre her, eine App entwickelt hatte, wo immer drauf zu sehen war, tagtäglich, welche Drohnen in Afghanistan eben in welchem Dorf welche Menschen, welche wahrscheinlich nicht, aber ob es dort Menschen getötet hat. Das heißt, es wurde der Ort des Einschlags angegeben und die Uhrzeit und die Landkarte. Diese App
wurde von Apple einfach wieder aus dem App Store entfernt. Ohne Begründung. Wir sehen also, dass es bei diesen Kontrollen natürlich auch um Politik geht. Und das ist scheinbar eine Politik, die Apple oder den zahlenden Organisationen dahinter, Geheimdiensten oder Militär, nicht gefallen hat. Gut, aber wie gesagt, Kontrolle der Apps ist auf jeden Fall sinnvoll. Wenn wir da uns Schadsoftware runterladen, dann können natürlich noch ganz andere Sachen passieren. Unser Handy kann eben richtig aktiv missbraucht werden. Das heißt, wir können abgehört werden. Die Videokamera oder das Mikrofon können eingeschaltet werden, ohne dass wir es merken. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Es dauert 2 Minuten. Es ist der 22. Juni 2021. Um 14:33 Uhr klickt der ägyptische Exilpolitiker auf einen Link, den er über WhatsApp erhalten hat. 120 Sekunden später ist Predator in sein Smartphone eingedrungen. Still und heimlich verschafft sich die Software Zugang zu allen Inhalten, greift auf Fotos und Kontakte zu, aktiviert Kamera und Mikrofon und verwandelt das Gerät in einen mächtigen Spion. Also sollte man Apps nur über die offiziellen App Stores oder vom Hersteller runterladen. Auch eine wichtige Sache, die wir meistens ja sowieso auch tun, weil wir sonst kaum einen anderen Zugriff auf die Apps haben. Es gibt dann natürlich auch richtig Fallen, also wie wir schon gerade erwähnt haben, diese Mehrwertrufnummern, oder es werden wirklich versteckt Bestellungen oder Abo-Verträge abgeschlossen. Das ist besonders eben wichtig, wenn es Jugendliche oder Kinder betrifft. Also in vielen Spielen wird sowas eben ausgiebig gemacht, dass die sich damit finanzieren, dass sie einfach anbieten, kauf doch dir ein höheres Level oder kauf dir zusätzliche Waffen oder Geräte, mit denen du dann den nächsten Level erreichen kannst. Und Kinder und Jugendliche machen das natürlich dann gerne. Kannst du uns die Begriffe In-App-Käufe und In-App-Browser erklären? Ja, danke für die Frage. Genau, das sind diese In-App-Käufe, meistens eben bei Spielen. Das heißt also, in der Anwendung werden Punkte gesammelt, um einen bestimmten Level oder einen Gewinn zu erreichen. Und wenn man dann eben oft genug gescheitert ist, ist man schnell bereit, dafür Geld auszugeben. Das heißt, innerhalb der App, die ja erstmal kostenlos runtergeladen werden konnte, werden wir dann plötzlich gezwungen oder animiert, und zwar ganz massiv animiert, weil wir sonst nicht weiterkommen, irgendwas zu kaufen. Gut, Jugendliche und Kinder geben dann da unbewusst Geld aus und ja, eventuell eben auch, es kann ja auch um Daten geben, dass dann eben Fragen gestellt werden und die Anwender dann diese auch beantworten, weil sie hoffen, damit eben weiterzukommen im Spiel. Ich erinnere an unsere Sendung Sichere Messenger, hier ist der Link dazu. Dort haben wir ja auch gesagt, dass man eben möglichst einen Open-Source-Browser nutzen sollte und nicht Google und auch nicht Chrome oder ähnliches. Dann hat man den schönen sicheren Browser installiert, aber die App ist so geschickt, dass sie einem einfach einen In-App-Browser anbietet, und der ist natürlich keineswegs sicher. Der klaut dann wieder unsere Daten oder macht andere Sachen, die wir nicht wollen. Das heißt, wir werden dann aus dieser geschlossenen App eben gar nicht mehr rausgelassen zu unseren normalen Anwendungen, also es sei denn, wir schließen die App, sondern der ganze Verlauf der Aktionen läuft innerhalb dieser App, und da wird uns ein Browser vorgegaukelt, der sonst was tun kann.
Das sind die beiden Begriffe, nach denen Sie gerade gefragt haben, also In-App-Käufe oder In-App-Browser. Was man natürlich da in diesen internen Browsern auch nicht kann, ist, sich irgendwie Erweiterungen reinzuladen, wie ein NoScript, um Java auszuschalten oder Cookies abzubestellen. Das geht dann alles nicht. Und ja, wenn man dann eben nicht sagt, Schluss damit, die App kommt für mich nicht in Frage, dann ist man reingefallen. Es gibt ja immer wieder die Frage, solche besonderen, schwerwiegenden persönlichen Daten habe ich gar nicht und was machen die denn damit? Und gucken wir es uns doch einfach mal an, das haben andere Leute schon untersucht. Wenn wir die Webseite bild.de aufrufen, so erzeugt unser PC oder das Smartphone 2339 Verbindungen zu 195 verschiedenen Rechnern. Davon gehören einige wirklich dem Springer Verlag, aber mehr als 90% davon sind einfach nur Werbeunternehmen oder Datenhändler, denen wir unsere Daten damit zur Verfügung stellen. Steht in diesem Artikel, das war also zumindest zu diesem Zeitpunkt, als das untersucht wurde, aktuell. Wie viel es heute sind, weiß ich nicht. Ich würde eher schätzen, mehr als weniger. Für den Seitenaufbau brauche ich vielleicht zwei Verbindungen. Wenn ich annehme, dass Bilder und Textdaten auf getrennten Servern sind oder wenn es Backups-Rechner gibt, die die Kapazität erhöhen, damit man eben nicht zu lange auf den Aufbau der Webseite warten muss. Aber ich brauche garantiert keine 2300 verschiedene Verbindungen. Das heißt, das sind alles Werbekunden, die eben Interesse an unseren Daten haben. Ungeheuerlich eigentlich, aber legal. Man muss die Seite von bild.de ja nicht aufrufen. Das Problem ist, Ähnliches passiert auch eben bei kommerziellen Betriebssystemen. Kurz nachdem das Betriebssystem Windows 10 in Betrieb ging, stellte man fest, dass es etwa 5500 Mal am Tag nach Hause telefoniert. Auch hier ließ sich nachweisen, dass nur einige hundert Verbindungen eine Beziehung zur Firma Microsoft hatten. Bei der Mehrzahl der Verbindungen handelt es sich um unbekannte IP-Nummern, also mindestens ebenfalls Werbeunternehmen oder noch Schlimmeres. Auch da wurde versucht, eben diese 5000 Verbindungen eben zu analysieren. Man hat dann gefunden, dass, vielleicht an die 100 der Verbindungen zu Microsoft gehören. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig, dann eben rauszufinden, wem diese IP-Adresse gehört. Es sind also einige identifiziert worden als Microsoft. Viele, viele andere sind als Werbeträger identifiziert worden, auch Cloud-Services. Das heißt, wir haben also das Problem, dass wir einem kommerziellen Betriebssystem wie Windows eben nicht vertrauen können eigentlich. Bei Apple ist es nicht viel anders. Da kann man auch sagen, die geben sich Mühe, weil sie ja eben für die Herrschenden, also für die oberen Schichten und für die reicheren Leute eben ihr Betriebssystem gebaut haben. Sie geben sich Mühe, nicht allzu dumme Fehler zu machen und zu platt unsere Daten weiter zu verkaufen. Aber sie tun es natürlich oder vermutlich trotzdem. Beim Handy oder Smartphone, da ist das hier eben Android, das gehört Google. Von Google wissen wir, dass die sehr neugierig sind auf unsere Daten. Und das iOS auf den Apple-Handys, das gehört Apple. Kommen wir nochmal zurück zu einer Sache, die wir vorhin gesagt haben. Man sollte möglichst Apps eben beim zugehörigen Store der Firma laden. Meistens geht es auch gar nicht anders. Der Play Store und der Apple Store, also der Google Play Store und der Apple Store, die sind unsere normalen Punkte, wo wir auf die Apps zugreifen können.
Wir würden eigentlich bevorzugen, wenn es um, weiß ich was, Bahn.de oder VBB, also unsere Regionalverkehr, oder um Zeitungen geht, dann würden wir gerne die Webseiten eben direkt aufrufen und die Apps auch direkt bei den Firmen, die sie ja haben erstellen lassen, laden. Es geht bei Apple überhaupt nicht, bei Android mit Schwierigkeiten. Über Lösungsmöglichkeiten werden wir gleich sprechen. Neben dem Handy haben ja auch viele eben dann in ihrer Tasche im Portemonnaie eben Kundenkarten, also PayPal oder Payback heißt es, und freuen sich dann, dass sie beim Bezahlen oder auch die Lidl-Kundenkarte oder bei Aldi gibt es Ähnliches und Rewe, und freuen sich dann, dass sie eben ein paar Cent eben beim Einkauf sparen, wenn sie diese Karte vorweisen. Dann weiß auf jeden Fall das entsprechende Unternehmen, welche Sachen ich gekauft habe, wie oft ich das tue und was ich zusammenkaufe, welche Kombination und was mich vielleicht animieren könnte, dieses oder jenes noch dazu zu verkaufen. Hatte vorhin schon eben erwähnt, die Sache mit den Einkaufswagen, die dann eben eine eigene SIM-Karte mit sich rumfahren oder Bluetooth-Empfänger, um festzustellen, wo ich am längsten im Laden eben schaue und mich dafür interessiere. Diese ganzen persönlichen Daten werden verkauft, also sie werden natürlich erstmal für die Firma genutzt, sie werden dann weiterverkauft, und das ist ein Riesengeschäft. Auch alle unsere E-Mails, die wir schreiben, wenn wir über web.de, gmx, Google Mail natürlich, Gmail und so weiter kommunizieren, die werden auf den Servern der entsprechenden Firmen natürlich nach Spam untersucht, sie werden nach Schadsoftware untersucht, aber sie werden eben auch auf Inhalte untersucht, und dann können Beziehungen aufgebaut werden, Profile über mich selbst und meine Bekannten, meine Verwandten. Das heißt also, ich verrate nicht nur mich selbst, sondern auch alle meine Freunde und Bekannten. In irgendeinem Krimi kam kürzlich eben auch das mal vor, dass man einen Menschen nach 10 Jahren aus dem Knast entlassen hat und dann wissen wollte, und nun noch immer noch aufklären wollte, ob er wirklich eben der Schuldige gewesen ist oder nicht. Und man hat eben seine SMS-Daten von vor 10 Jahren analysiert. Das hätten wir uns vor 20 Jahren nicht vorstellen können. In der Regel wurden da Telefondaten schon aus Speichermangel nach wenigen Wochen gelöscht. Das ist noch ein grundsätzliches Problem mit den riesigen Cloud-Farmen. Wir haben also inzwischen, Sie kennen vielleicht diesen Fall hier aus Utah, da hat die NSA ein riesen Rechenzentrum aufgebaut in der Wüste und wollte dort eben, wie Edward Snowden, also unser Ehrenmitglied, wie Edward Snowden nachgewiesen hat, alle unsere Kommunikation auf der Erde eben kontrollieren, und inzwischen ist man so verrückt, eben die auch dauerhaft zu speichern. Das Problem bei den Menschen in Utah war, dass es dort nicht genug Wasser gab, um die Aggregate zu kühlen. Pech gehabt, inzwischen läuft irgendwas und es wird sicher munter drauf losgespeichert. Auch die privaten Firmen tun das, und hier sehen wir jetzt, das ist nicht mehr aktuell, das ist aus dem Jahre 2015, die Unternehmenswerte dieser Unternehmen. Stellen wir uns das mal vor, Facebook, also der Mr. Zuckerberg, hat eine Webseite programmiert,
wo man Freunde finden kann und mit denen kommunizieren kann. Heute nennen wir das Messenger. Und gut, der Programmieraufwand war damals vorhanden. Er hat einige Monate daran gearbeitet. Dann hat es funktioniert und dann kamen nur noch Verbesserungen, die auf der Oberfläche nicht sichtbar sind, die aber im Hintergrund ihm diese Vermögen, die wir hier sehen, eben beschert haben. Wir sehen hier eben zum Beispiel bei Apple 662 Milliarden Unternehmenswert. Gut, bei Apple kann man immer noch sagen, die machen ja auch Hardware, da steckt eine Menge Know-how drin und da sind die Fabriken und ja. Aber bei Facebook eine Webseite und eine Datenbank, die viel mehr weiß, als wir es eigentlich gerne hätten. Die anderen Zahlen sehen Sie da. Das Problem ist im Augenblick, doch, wir haben hier noch eine andere Grafik, die ist aktueller, also aus den iPhone ist erst 3 Jahre alt. Und wir sehen, dass die Zahlen eben sich ungefähr verdoppelt haben. Also sie sind nicht ganz vergleichbar. Das erste war der Unternehmenswert. Hier sehen wir eben jetzt etwas anderes. Sehen wir es mal lustig. Der Nutzer wird zum Sklaven der Apps. So, dann wird es ja langsam Zeit, dass wir uns überlegen, was können wir dagegen tun. Wir haben es in der EU ja einigermaßen gut, oder sagen wir mal so, wir haben es besser als in den USA. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, über die viele Leute gemeckert haben, weil sie einem das Leben ein bisschen komplizierter gemacht hat. Aber sie bringt einen erheblichen Schutz für unsere Daten. Theoretisch. Praktisch ist das noch ein bisschen kompliziert. Das Problem ist, sie ist ein Gesetz, was jetzt EU-weit gilt und die Konzerne sollten sich daran halten. Das werden sie nur tun, wenn wir sie dazu zwingen. Das heißt, wir müssen eben selber sagen, da und dort stimmt was nicht und das muss untersucht werden. Dafür gibt es eben jetzt in jedem Land der EU Datenschutzbeauftragte und theoretisch bei uns in Deutschland sogar eben, weil uns der Datenschutz schon viel näher war, eben seit Jahrzehnten. Das heißt also theoretisch in jedem Betrieb Datenschutzbeauftragte, die wir ansprechen können und von denen wir fordern können, dass unsere Daten konform nach dieser Vorschrift eben behandelt werden. Gut, das ist die eine Sache. Problem damit, auch die EU-Behörden sind zwar groß und mächtig, aber gegenüber den Konzernen, die wir ja gesehen haben, die eben Haushalte haben, die eben vergleichbar sind von dem Jahreshaushalt mehrerer Staaten, also 600 Milliarden, da ist der Bundeshaushalt eben gerade auch so. Wir hatten auch in irgendeiner Sendung mal eben darüber berichtet, eben welche Maßnahmen es gibt. Sie verweisen mal einfach hier auf diesen Bericht über eine Klage von Max Schrems, ein Österreicher, der hat Facebook mal genauer untersucht und hat sich dann eben einfach Folgendes erlaubt. Er hat einen Facebook-WhatsApp-Account aufgemacht, hat da seine Daten gespeichert, hat natürlich auch angeklickt, dass er nicht möchte, dass die an andere weitergegeben werden. Dann hat er eben unter einem anderen Namen eine Firma aufgemacht und hat gesagt, er möchte bei Facebook Daten kaufen und hat dann seine eigenen Daten gekauft und hatte den Beweis, dass die weitergegeben wurden, hatte dagegen geklagt. Er ist natürlich vor österreichischen Gerichten immer weiter bis zum Europäischen Gerichtshof und er hat Recht bekommen. Das nützt leider eben bei einem Riesenunternehmen mit mehreren Milliarden Nutzern wenig, weil jeder müsste jetzt selbst klagen. Natürlich hat die EU dann Bußgelder und Ähnliches gegen Facebook verhängt.
das führt in der Regel eben zu jahrelangen Prozessen, aber das war es dann auch. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht den großen Schritt weiter. Das heißt, wir sollten uns überlegen, was können wir nun wirklich tun? Wir können erstmal sagen, wir brauchen kein WhatsApp. Es gibt, wie wir in der Sendung sichere Messenger gesehen haben, genug andere Apps, die eben sicherer sind und denen wir vertrauen können. Und zwar sind das in der Regel Programme, die Open Source sind. Also freie, offene Programme. Das frei heißt meist auch kostenlos. Das ist natürlich ein Problem, weil es führt in der Regel zur Selbstausbeutung derjenigen, die das tun, die das gerne tun, die auch eben die Software untereinander tauschen und dann eben sich gegenseitig kontrollieren und damit natürlich auch Fehler, also erstmal Softwarefehler, aber auch eventuelle Hintertüren, denn es kann ja in diesen Kreisen auch Kriminelle geben, die dann eben solche Hintertüren eben finden, dadurch, dass jeder den Code der Anwendung wirklich kontrollieren kann. Was wir ja bei proprietärer Software eben nicht können. Also Software, die wir von Google oder von Microsoft kaufen, die ist geheim entwickelt worden. Und wir haben auch keinen Anspruch darauf, wir haben nicht mal das Recht dazu, die zu analysieren. Es gibt ja Programme, mit denen man übersetzte, also binäre Programme, wieder dekompilieren kann, also diese Wege, die da im Programm ablaufen, sichtbar zu machen. Das ist verboten. Das unterschreibt man eben mit dem Kauf der Software. Das heißt, wir haben keine Chance, deren Hintertüren zu sehen. Gut, also wir wollen offene Software nutzen. Wie tun wir das? Wenn wir sie im Google Play Store finden, haben wir Glück gehabt. Meist ist die da nicht drin, weil Google damit natürlich nicht viel verdienen kann. Das heißt, wir brauchen einen freien, offenen Play Store. Das ist zum Beispiel F-Droid, also Free-Droid. Das ist jetzt nur für Android-Handys, also im iPhone nützt uns das leider nichts. Apple hat das dicht gemacht, da gibt es keine Alternative, über einen anderen Store die Apps zu installieren. So, ja, wenn wir eben dann zu F-Droid gehen, dann können wir sagen, ich möchte jetzt auf meinem Handy eben Startpage benutzen, also Firefox als Browser statt Chrome oder Safari oder den Microsoft Explorer. Suchmaschinen, wie gesagt, Startpage oder das französische Quant, auf jeden Fall besser als mit Google zu suchen. Gibt auch noch andere, haben Sie vielleicht schon mitbekommen, Ecosia ist auch eine Suchmaschine, die pflanzt Bäume dafür, dass sie unsere Daten weitergibt. Sie verspricht, dass sie das anonymisiert tut. Das ist also, dann haben wir schon zwei Sachen, also Suchmaschine und Browser. Dann ist Mail natürlich auch wichtig, da hatten wir schon einige genannt, die nicht so empfehlenswert sind. Dann sollte man also als Mail-Programm Thunderbird zum Beispiel nutzen, als offene Software. Das hieß auf Android bis vor kurzem noch K9-Mail, aber einfach nach Thunderbird gehen und suchen dann eben für Android. Auf jeden Fall eben Thunderbird besser als Apple Mail oder Gmail oder Microsoft Outlook. Gut, weitere Anwendungen, wenn wir uns das angucken. Videokonferenzen werden viel mit Microsoft Teams gemacht. Die Datenschützer, also der hessische Datenschützer, hat es verboten. Schüler in Hessen dürfen Microsoft Teams nicht benutzen, wie wir hier sehen. Auch in anderen Bundesländern, eben Schleswig-Holstein, gab es so eine Initiative. Wie weit dann eben die Schulen dem wirklich gefolgt sind, ist die zweite Frage. Aber es ist ein Anfang, eben von diesen Datenkraken wegzukommen. Ich würde empfehlen, eben da Jitsi zu nehmen, Jitsi Meet, oder Big Blue Button, oder
ganz einfaches Programm ist Tox. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Mytox, also mit einem Mü oder U vorne geschrieben. Andere Messenger, gut, verweise ich wieder auf unsere Sendung mit den Messengern. Aber einfach ist eben auf jeden Fall Session, Via, auf jeden Fall statt WhatsApp oder Telegram. Denn die sind auf jeden Fall kommerziell. Gut, Via ist auch eine Firma, aber sie bietet für Privatpersonen das kostenlos an. Und noch weitere, achso, Session, falls Ihnen das nicht bekannt ist. Session ist eine Ableitung von Signal. Signal ist ja auch von Edward Snowden empfohlen worden und hat für uns persönlich noch einen Nachteil. Bei Signal ein Konto aufzumachen erfordert eine Telefonnummer, die man in der Regel im Handy ja hat, aber ich möchte ja nicht, dass unbedingt meine Telefonnummer verbunden wird mit meinen Messenger-Kontakten, die ich eben auf dem Handy pflege. Weil eben jedes Zusammenpacken von Daten aus verschiedenen Zusammenhängen führt natürlich auch immer zu einem genaueren Persönlichkeitsprofil, was wir ja vermeiden wollen. Gut, das waren die Messenger. Bei dem Office-Paket ist es ganz einfach. OpenOffice oder jetzt LibreOffice ist eben die freie Variante von Microsoft Office. Und ja, Microsoft Office kostet, auch wenn man es erstmal draufgespielt kriegt auf jedem Betriebssystem, ob iPhone oder Android, es bleibt nicht kostenlos. Gut, dann wollen wir mit dem Handy vielleicht auch navigieren und da bieten natürlich Google Maps oder Apple auch Programme an, die aber immer Verbindungen aufbauen zu ihren Servern. Wir können das Ganze auch lokal machen mit OpenStreetMap. Anwendung zum Beispiel OSM AND, Osmand, sehen wir hier, ist natürlich auch eine Firma, die dann eben weitere Features beim Navigieren bereitstellt. Denn OpenStreetMap ist nur die Karte an sich. Die werden, wenn man bestimmte Sachen machen will und dazu Erweiterungen runterlädt, auch kostenpflichtig, aber allein die Benutzung zum Navigieren gibt es umsonst. Und es ist nicht umsonst, es ist genau das, was wir haben wollen, nämlich es ist die Befreiung von dem Datenklau durch die anderen. So, das heißt, wir können aus dem, was wir bisher uns überlegt haben, schon mal einen Forderungskatalog aufbauen. Unsere Forderungen sind also mindestens Überschrift: Meine Daten sollen keine Ware sein. Jeder Einzelne und jede Einzelne muss selbst bestimmen können, welche Daten wohin gehen dürfen. Die datengierigen Konzerne müssen reguliert werden. Europa macht ein paar Anfänge, aber es sind wirklich die kleinen Tippelschritte, mit denen wir eben kaum weiterkommen und die Großen verdienen immer noch ihr Geld. Wir wollen Open Source unterstützen, also Programme, die nach der Lizenz Creative Commons eben frei sind. Das heißt, der Source Code muss einsehbar sein. Wir müssen die Versicherung von kompetenten Menschen haben, denen wir vertrauen, dass dort eben keine Hintertüren eingebaut sind. Eine ganz wichtige Forderung, die schon fast 30 Jahren gestellt wird: Wenn eben die öffentliche Hand Projekte fördert zur Softwareentwicklung, dann müssen diese entwickelten Programme
allen gehören. Und sie müssen von allen auch kostenfrei genutzt werden können. Deshalb die Forderung, also jede öffentlich geförderte Softwareentwicklung muss von allen kostenfrei genutzt werden können. Dann die Sache mit den Play Stores. Große Unternehmen, das müssen nicht nur die öffentlichen Anbieter sein, aber mindestens die öffentlichen Anbieter, also Bahn, ÖNPV-Betriebe, die sollten ihre Apps auf der Webseite auch selbst anbieten. Die haben einen Webserver, wo sie eben ihr Unternehmen beschreiben und auch eben auf die App hinweisen. Dann können sie an der Stelle auch den Download anbieten. Ihr Webauftritt muss genauso gesichert sein wie jede Webseite. Das heißt also zu sagen, eben da sind die Daten vielleicht nicht sicher, sondern sie sind nur bei Google oder Apple sicher. Im Gegenteil, das ist doch wohl klar. Und dann sollten die dort auch den Download anbieten und man muss dann nicht eben zu Google in den Play Store oder zu Apple. Ja, gut, die letzte Forderung ist natürlich eben das Mindestmaß, was leider auch nicht passiert, selbst bei Bahn.de eben nicht. Das heißt, solche Apps müssen also mindestens auch im freien F-Droid Store angeboten werden. Weil, wenn schon nicht selbst auf der Webseite, warum dann nicht da? Man vertraut Google und Apple und dem F-Droid nicht. Gut, soweit ein Forderungskatalog, den wir natürlich gerne erweitern können. Also wenn Sie Vorschläge haben. Wie gehe ich denn vor, wenn ich mein Smartphone sicherer machen möchte? Ja, jetzt wissen wir eigentlich alles. Aber die Frage ist, wie sieht es konkret aus? Wenn wir es konkret uns angucken, dann können wir das nur eben für ein spezielles Gerät. Also nehmen wir uns hier Android-Betriebssystem einmal vor. Wir haben dasselbe in einer Sendung auch schon mal gemacht. Ich und mein Handy hieß das. Und da haben wir in dem zweiten Teil unsere Android-Handys geroutet. Das heißt, wir haben Google die Macht über das Gerät genommen. Sehr aufwendig. Man kann ja auf ein Android-Handy auch ein freies Betriebssystem draufpacken. Es gibt einige. Problem ist, dass diese freien Systeme eben auf irgendeinem Android-Gerät funktionieren, aber auf dem nächsten schon wieder nicht, weil wir haben da natürlich das Problem, dass die Hersteller der Geräte eben das für Googles Android machen, aber nicht für eben jedes freie System, was irgendwo gerade entwickelt würde. Das heißt also, wenn sich einer darauf einlässt, lebt er gut und sicher, so lange, bis sein Gerät eben den Geist aufgibt oder veraltet ist. Wenn er dann ein neues kauft, dann geht wieder die Suche los, wo ist jetzt ein freies System. Also wir sind immerhin bis zum Have-Root gekommen. Da sehen wir noch das Bild davon. Soweit wollen wir hier gar nicht gehen, sondern wir wollen nur konkret mal sagen, wenn ich ein Android-Gerät habe und das neu vor mir habe, was kann ich machen, um sicherer zu leben? Erstens, ich installiere einen von mir aus gesehen vertrauenswürdigen App Store, also F-Droid. Da gehen wir auf die Seite, fdroid.de. org und dann noch de für Deutsch, für die deutsche Variante, laden die App herunter und haben dann einen freien Store. So, dann können wir also freie Software installieren, die wir im Google Store nicht finden. Wir müssen aber erstmal aufräumen. Wir müssen alle unnützen oder eventuell gefährlichen Apps entfernen. Entfernen geht oft gar nicht. Dann bietet da an, deaktivieren, auch schon mal besser als gar nichts. Ja, da ist jetzt eine Liste. Wir
können also entfernen, den Browser, die E-Mail, den Datei Explorer, das Excel, das Gmail, den Google Play Store, die Google Tastatur, Hangouts, weiß ich gar nicht, was es ist, auf jeden Fall schadet nichts, es zu entfernen, den Kalender, die Kontakte, die Karten, das Musikprogramm, tja, OneDrive auf jeden Fall, weil das ist ja wieder eine Cloud-Anwendung, OneNote entsprechend ebenfalls, Outlook, PowerPoint, Skype, auch Microsoft und Word. Wie gesagt, bei der Musik und bei Hangouts weiß ich nicht mal, was es ist. Kann man wegschmeißen, tut aber auch nichts zur Sache. Was man nicht wegwerfen darf, ist dieses kleine Icon, das Google, die Google-App. Dann startet das Handy leider nicht noch ein zweites Mal. Und es bleibt nur ein Reset auf den Urzustand. Gut, durch Erfahrung wird man klug. Ist natürlich für unser Problem der Privatsphäre kontraproduktiv. Weil was diese App jetzt tut, das wissen wir nicht. Auf zum nächsten Schritt. Jetzt können wir uns Programme suchen, Open Source, die wir installieren können, wenn wir dazu Bedarf haben. Das heißt, die Liste, die Sie jetzt hier sehen, ist ein Vorschlag. Das heißt nicht, dass es nicht anders geht und Sie brauchen sicher nicht alles davon. Muss man gucken. Es fängt leider gerade ein bisschen negativ an. Der ist ja oft der Fall, dass man eben ZIP-Dateien oder im Linux-Umfeld TAR-Dateien bekommt, also gepackte Archive, und die auspacken muss auf dem Gerät. Da wäre 7-Zipper eine Empfehlung. Er packt also ZIP-Dateien, TAR-Dateien und ähnliches. Er ist natürlich auch von irgendwelchen Menschen entwickelt, die nicht umsonst arbeiten wollten. Und das heißt, er kommt damit rum, dass er gerne, wenn man im Netz ist, eine Werbeeinblendung auf den Bildschirm packt. Das ist nicht die feine Art, aber was anderes haben wir nicht gefunden. Wenn man nicht im Netz ist, kann er keine Werbeeinblendung machen. Das heißt, man könnte ihn zum Beispiel nur dann benutzen, wenn man nicht im Netz ist. Auch ein guter Tipp, wenn man nicht im Netz ist, also in der Landschaft irgendwo rumläuft oder und nicht angerufen werden will oder zu Hause ist und sich irgendwelche Bilder anguckt, dann braucht man nicht im WLAN zu sein. Das sind Sachen, die man oft vergisst oder aus Bequemlichkeit unterlässt, kann nicht schaden. Gut, das nächste. Briar ist ein freier, sicherer, verschlüsselter Messenger, der auch über Bluetooth läuft. Das kann durchaus sinnvoll sein, dass man eben seinen WLAN zum Beispiel beim Gang auf irgendeiner Demo eben ausschaltet, damit man nicht auf dem Polizei-IMSI-Catcher, sind die Geräte, die dann so tun, als wären sie eine Antenne und unseren Datenverkehr mitloggen. Wenn man das also nicht möchte und bei dem Gang durch die Stadt das WLAN ausschaltet, dann kann man trotzdem über Bluetooth mit seinem Mitspaziergänger oder einem Menschen hinter der Fensterscheibe im Laden kommunizieren. Natürlich nicht über große Entfernung. Wir hatten in unserer Sendung über sichere Messenger auch über TrueCrypt und VeraCrypt geredet, also Programme, die es erlauben, eben ganze Ordnerstrukturen einzupacken und zu verschlüsseln. Wenn man in so eine verschlüsselte Struktur dann aufs Handy packt, dann braucht man natürlich ein Programm, mit dem man das lesen kann. Das wäre zum Beispiel EDS Lite. Anderer Messenger, also kommen noch einige Messenger, ist Element, früher hieß er Riot, auch frei und verschlüsselt.
Der F-Droid, den hatten wir schon. Firefox heißt manchmal Firefox klar. Dann betont er nochmal, dass er auf die Privatsphäre achtet. K9-Mail ist gerade dabei, umbenannt zu werden in Thunderbird und damit natürlich auch in unserer Vertrauenswürdigkeit gestiegen. Auch wieder Rückgriff auf unsere Messenger-Sendung. KeePass X haben wir da genannt als Passwort-Tresor, weil man kann sich eben nicht 10, 20 Passwörter merken, die natürlich auch nicht identisch oder ähnlich sein sollten. Also braucht man einen Passwort-Tresor. Im Windows, Mac oder Linux heißt das Programm zum Beispiel KeePass X. Hier auf dem Android KeePass DX. Wir brauchen ein Programm zum Anzeigen von PDF-Dateien, zum Beispiel das hier genannte, ein Music Player. NetGuard ist eine schöne Sache, dass man also sehen kann, welche Zugriffe oder Pakete gerade mein Handy verlassen oder da drauf kommen. Eine Firewall, das heißt, ich kann sagen, die und die App soll jetzt überhaupt nicht ins Netz gehen oder grundsätzlich will ich keine Verbindung zu irgendwelchen mir bekannten ominösen Datenports. Gut, muss man ein bisschen Ahnung haben, aber um es zu benutzen nicht, da kann man einfach sagen, ich verbiete alles außer dieses oder jene App und die anderen dürfen gar nicht ins Netz oder das Umgekehrte, man sagt, ich habe die Firewall offen, aber dieses und jenes Programm, weil von Google oder so, das darf nicht. Und schon sind wir ein ganzes Stück sicherer. OpenContact ist eine Adressverwaltung, die verspricht, dass er eben unsere Kontaktdaten nicht weitergibt. Der Open Document Reader ist sowas Ähnliches wie der PDF Viewer, aber eben der kann auch OpenOffice-Dateien öffnen. Osmand hatten wir schon genannt. OpenStreetMap End, nämlich hinzugefügt, sind eben viele verschiedene Funktionen, die man gut gebrauchen kann. Dann ist es häufig so, dass man irgendwo einen QR-Code sieht und den gerne scannen möchte, um dann irgendwo auf eine Webseite zu springen. Der QR-Barcode-Scanner macht das. Ich glaube, der kann sogar Codes erzeugen, bin ich mir aber im Augenblick nicht sicher, ausprobieren. So, noch ein verschlüsselter Messenger, also beide, Signal und Session. Unterschied ist eben, Signal braucht noch die Telefonnummer, die sind aber gerade dabei, eben das Problem anzugehen, dass man auch künftig sich bei Signal anmelden kann, ohne eine Telefonnummer von sich zu geben. Gut, dann braucht man wahrscheinlich mal irgendwas, um Texte aufzunehmen, das wäre der Simple Text Editor. Threema ist ein kostenpflichtiger, sicherer Messenger. Die Firma sitzt in der Schweiz. Ist vertrauenswürdig, aber eben leider oder für die Mitarbeiter, Gott sei Dank, kostenpflichtig. Gut, Wire hatten wir vorhin schon mal genannt. Das wäre also so eine Liste und ja, dann muss man halt gucken, was man sonst noch braucht. Das kann alles Mögliche sein, je nach den eigenen Bedürfnissen. Also ein Videoplayer, ein Terminal-Programm vielleicht, um sich irgendwo einzuloggen oder Telefonieprogramm, also Voice-over-IP. Da gibt es zum Beispiel das Linfon, das hier, oder CZIP Simple. Beide erlauben eben das Telefonieren über WLAN oder über die SIM-Karte, aber eben nicht über den Provider. Da gibt es wieder das umgekehrte Problem, dass oft Provider die SIM-Karte so eingerichtet haben, dass eben Voice-over-IP gesperrt ist. Dann sollte man solche Anbieter wechseln.
kann ich aber im Augenblick nichts Konkretes zu sagen. Muss man ausprobieren und schauen. Aber eben, wenn man einfach nur so eine Billigkarte für 9,99 eben bei Aldi, Lidl oder irgendwo kauft, dann ist es in der Regel so, dass man über diese Karten kein Voice-over-IP machen darf. Gut. Dann sind wir jetzt froh, so wie die hier, weil wir uns befreit haben von GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Befreit ist ein bisschen viel gesagt. Wir haben es versucht und wir haben einige Erfolge. Und wenn das wirklich, na sagen wir mal, 60-70% der Bevölkerung machen würden, dann ginge es diesem Konzern nicht so gut, wie wir vorhin auf der Unternehmensliste gesehen haben. Gut, daran müssen wir halt noch arbeiten und unser Wissen einfach verbreiten. Dazu gehört natürlich auch erstmal, dass wir es probieren und damit glücklich sind. Wenn wir irgendwelche Probleme haben, wenn Sie jetzt Probleme haben, dann schreiben Sie uns an kontakt@aktion-fsa.de und wir laden Sie gerne zu einem unserer Treffen ein. Wir treffen uns monatlich und freuen uns auch da über Besucher, die Fragen haben oder Fragen natürlich auch gerne schriftlich an diese Mailadresse. Ich hoffe, dass es einigermaßen rübergekommen ist und dass diese Stunde eben nicht die langweiligste Ihres Lebens war, und freue mich, wenn wir uns eben wiedersehen hier im offenen Kanal Berlin und auf unserem YouTube-Kanal. Ich danke Ihnen und auf Wiedersehen. Im Internet bist du schön und klug, hast jede Menge Freunde, fühlst dich gut. Bücher interessieren dich nicht, denn dein Computer denkt für dich. Bits gehen rein, Bits gehen raus, am anderen Ende der Leitung spähen sie dich aus. Die kennen deine Festplatte besser als du, und wenn die was finden, greifen sie zu. Gelingt, wenn dir das stinkt, dann steh auf, dann wache auf und wehre.